16 Punkte hat Sainz nach Vorsprung. Der ist in Frankreich ausgeschieden und Hülkenberg ist damit auch näher rangekommen, nämlich um 25 Zähler, wie um 18. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2018. Der große Preis von Österreich. Mhm, 500 Ressourcenpunkte für beste Platzierung und die da lautet... Oh. Klingt machbar. Dritter oder besser werden. Gelb, Rot, Lila. Wir haben eine bessere Motorleistung, ultimativ. Wir haben bessere Bremsen, die waren... groß, ne? Das Getriebe wurde verbessert, die Strapazierfähigkeit, die MGUK und der Energiespeicher. Oh, Mischmaschrennen. Das wird interessant. Das Qualifying wird komplett trocken sein. Das Rennen wird erstmal stark nass sein, dann wird's trocken. Okay. Wann ist der richtige Reifenwechsel auf welchen Reifentyp? Das wird halt sehr interessant sein. Wir sind jetzt auf dem Papier auf der 1 mit McLaren. Erstmal der Entwicklungsverlauf. Renault hat sich wieder nicht verbessert. Das zweite Rennwochenende in Folge. Red Bull hat sich verbessert, Mercedes ordentlich, Force India ordentlich. Und im Detail sieht das wie folgt aus. Beim Motor sind wir noch auf der 2. Bei der Aero noch weit, weit vor der 2. Und beim Chassis sind wir knapp hinter der 1. Aber weit vor der 3. Ja, und Strapazierfähigkeit sehen wir oben, ist ja nicht mehr viel. Dann auf zum Rennwochenende. Also ins erste Freitraining. Hallo und willkommen in Spielberg zum ersten Training für den großen Preis von Österreich. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern, aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. Chris hat dir wahrscheinlich von den neuen Teilen aus dem Werk erzählt, oder? Jetzt sind sie alle montiert und einsatzbereit. Ich hoffe, sie erfüllen ihren Zweck. Im freien Training wird es erstmal stark bewölkt sein, bis Minute 15 auf jeden Fall. Dann wird es freundlicher. Und Minute 45. Na. Auch trocken. T2 trocken, T3 erstmal leicht nass. Okay, das meiste, wir sehen wieder zu, die... Ja, vielleicht sogar alles schon vorab zu machen, also in jedem freien Training drei Sachen. Irgendwann vor dem Qualifying sollten wir unser Streckenakklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen. Zwischen Minute 20 und 45 soll es aufhören zu regnen, kann ja auch erst Minute 40 sein. Sektor 1 und 2, Beständigkeit, Autoeinstellung und geringer Treibstoff. Und was war jetzt nochmal bei Motor ES, Gewichts... Umverteilung und die Bremsen, Gewichtsverteilung in dem Fall hier. Wir gehen erstmal auf 4-2, mal gucken, inwieweit wir das noch für das Qualifying anpassen, denn überwiegend soll es ja nass sein. Aber vielleicht wird es auch wieder eher trocken als gedacht, eher als es da den Anschein hat bei der Wettervorhersage. So. Die du angefordert hast. Raus hier mit gelben Reifen. Aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, wo die Reise hingehen wird. Vielleicht geht's wie gewohnt nach vorne, vielleicht aber auch nach hinten.
Vielleicht sind wir aber auch weit vorne bei diesem Mischmaschwetter im Rennen. Wir müssen uns da einfach überraschen lassen. Ist die aktuelle Teilabnutzung recht abgenutzt, sind ja auch unsere Trainingsteile. Hinter uns ist ein Torosso. Wetterbericht. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Wetterbericht. Stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Ohne groß was Besonderes zu machen, haben wir schon Motor und DRS geschafft. Ich sehe mal zu, dass ich vor dem Torosso bleibe. Die Fans auf den Tribünen wieder fotografieren, wie voll die Tribünen schon sind im freien Training. Mal wieder. Der Toros ist draußen geblieben, es war keine Installationsrunde. Hier kann ich später bremsen. Hier kann ich das Heck weniger rumkommen lassen. Schön, wie der Wagen in der Kurve greift. Jetzt passt der 6D auch besser. Jetzt sind die Reifen noch etwas wärmer als vor einer Runde. Und den Torosso auf den letzten Metern ganz schön abgeschüttelt. Eine 177. Die Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Geringer Treibstoff auch gleich gepackt. Jetzt setze ich wieder auf Rundenzeit. Zeit in. 7 Zehntel schneller. Das riecht nach einer 1,6er Zeit. Ja, komm, jetzt weiter nach außen. Das müsste langsamer gewesen sein in dieser Kurve, wo ich zu weit außen war. Neun Zehntel Vorlauf. Und nochmal Wiese. 6,8. Das liegt an der Strecke, weil die ist toll. Und die Mauer ist da. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. Ja, das wird im Nassen eine sehr interessante Stelle, genauso wie die Ausfahrt aus Kurve 2. Mist, blöd angefahren. Eine halbe Sekunde finde ich jetzt nicht mehr auf meiner Rundenzeit. Und auch hier wieder zweite außen. Aber schön, wie der Wagen in der Kurve geht. Und auf der Geraden sollen wir auch nicht mehr so schlecht sein. Also eine 1,68, die bisherige Bestzeit, okay, und die Beständigkeit haben wir auch. Wirklich gute Arbeit. Haben ein
paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Zeit rausgeholt in Summe. Fahrer hinter mir. Hartley hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 8,1. 8,1, 1,3 Sekunden langsamer. Ach, so schön, dass es noch Kiesbetten gibt. Wie das wackelt. Einmal schön durchflügen und jetzt eine Spur auf der Strecke hinterlassen. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der ganze Kies rasselt jetzt aus den Seitenkästen heraus. Hey, Schild noch stehen gelassen. In der letzten Saison sind wir auf den gelben... Also ich bin erst auf Rot. Okay, dann habe ich die Gelben bei der Streckenakklimatisierung getestet. Nicht getestet, sondern bei der Rennstrategie. Bestzeit auf den Gelben der letzten war eine 1:07.256. Erstmal die Autoeinstellungen ändern, denken. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Fertig? Ja, dann los. Die Mechaniker wirken hier so angestrahlt. Gehen sie von der Garage weg, werden sie dunkel. Statt hier ist gerade keiner. Hier spielt die Werbebande auch ein klein wenig verrückt, ne? Ich habe jetzt nicht genau hingeschaut, aber es wirkte wieder so, als ob da die Textur erst später kommt, so wie hier. Achtung! Blub! Das bemerkt man ganz besonders an dieser Stelle hier, wenn es richtig sonnig ist. Viel mehr Grip die Reifen einfach bieten. Dabei waren die Gelben schon nicht verkehrt, wenn die einmal auf Temperatur sind. Mit einem leichten Wagen. Mit einem leichten Wagen, ja. Da passt auch der fünfte Gang bei der letzten Kurve ganz gut. Zu viel Randstein aufgepasst beim Ausgang, nicht dass es da rund geht. Ich hoffe, den bekommen wir nach Kurve 2. Jetzt macht er halbherzig Platz. Wo bist du jetzt? Irgendwo innen. Ich glaube, das mit der Zeit und so bekommen wir alles noch hin. Reifen lila und wir haben jetzt ein paar Hundertstel Vorsprung. Weiter außen. Eine halbe Sekunde schneller als die bisherige Bestzeit und einen Zehntel Vorsprung auf die Zielzeit. Also jetzt anstrengen, ansonsten wird es noch knapp. Ja, es wird nichts. Oder? Doch, wird noch was. Ja, nur grün sehe ich gerade die Reifen. Gut, die Reifenabnutzung der letzten Runde war auch okay.
Und holt wieder verdammt viel in den letzten beiden Kurven raus gegenüber der KI. Hier habe ich ja letzte Runde massiv Zeit verloren. Deswegen haben wir jetzt auch eine halbe Sekunde Vorsprung. Stück zu weit in. Reifen lila, hinter uns ist ein Red Bull. Der nicht weit weg ist. Ah, die beiden Linkskurven waren jetzt kacke. Fast 13 Vorlauf und die Reifen lila. Mist. Aber die Reifen sind diesmal in Ordnung. 6-2. Gute Arbeit. Haben wir diesen Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage. Ich zeige dir die Zahlen. Fahrer vor mir. Gasly vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,6,1. Fahrer hinter mir auf Gelben. Zeit beträgt 1 Minute 6,7. Das ist reingelenkt. Ja, das passt schon besser als letzte Runde. Das hier auch. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Status dem Kollege. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Status Konkurrent. Daniel derzeit auf P1. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,5,3. Und das beim Heimspiel. Alonso also noch mit gar keiner Zeit und wir werden gleich noch ein weiteres Mal rausfahren. Mit den Lilas das Benzin sparen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 6,2. Losgehen, sobald du bereit bist. Ich glaube, ich bin bereit. Ob Ricardo schon mit den Lilas gefahren ist? Ich denke, hoffe schon. Ansonsten müssen wir uns noch massiv steigern. Jetzt mal davon abgesehen, wie das im Rennen sein wird, wenn wir auf Trockenreifen gehen. Wie sieht's denn aus? Starten wir überhaupt auf den blauen? Und wenn ja, dann geht's doch bestimmt mal auf die grünen. Oder so lange auf blauen bleiben, bis man auf Trockenreifen fahren kann. Sehr gewagt. Vor allem, wenn man vorne fahren will. Wenn man eh abgeschlagen ist, dann muss man was Riskantes eingehen, um was zu reißen. Das wird wirklich interessant. Reifentemperatur jetzt im Schnitt bei 88 Grad. Der fünfte ist in der letzten Kurve jetzt sowas von angebracht. Ich lupf mal an den vakanten Stellen. Nur sehr leicht. Die Sonne ist jetzt schön rausgekommen. Zu weit. Zu viel Zeitrückstand für meinen Geschmack.
4/10 Rückstand. Ich muss generell wieder etwas eher hochschalten. Halbe Sekunde Rückstand, Sprit wäre lila. Das war auch wieder kacke gefahren. Aber hier wieder ganz schön Zeit rausgeholt. Noch reicht's okay, aber nicht. In dieser Runde nicht gut. Versuch es noch einmal. Das war mein Fehler. Das Getriebe ist noch nicht so im Eimer. Zu viel Gas gegeben. 13 Rückstand, Sprit fast lila. Jetzt heißt es nur noch Gas geben und Flur schalten. Vierzehntel. Jetzt kriegen wir noch leichten Windschatten. Und zwar denn. Viertelsekunde fehlt, jetzt habe ich Verkehr, na toll. Jetzt bekomme ich den auf dieser Geraden auch nicht, das können wir knicken. Der wird jetzt in den Kurven nerven, der ist sauber. Mist. Gelbe Reifen bei ihm, 2 Stufen härter. Jetzt macht er sowas wie Platz, ne? Okay, Gas geben. Sprit muss ich aber auch noch unter Kontrolle bekommen. Wieder zu weit außen. Aber geht auf, geht auf. Super. 5/6er. Gute Runde, damit sind wir auf P6. Die Sonne ist rausgekommen, so wie angekündigt. Starter ist Teamkollege. Fernando derzeit auf P1. Ihre beste Runde. So muss das. 1,4,5. Eine 4,5er. Starter ist Konkurrent. Daniel im Moment auf P3. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 5,2. Ich war gerade echt nicht gut, aber mit dem ganzen weggelassenen Gelupfe haben wir jetzt eine 1/10 Vorlauf. Fahrer hinter mir. Yay, Alonso hat schon eine Zeit, die ich notieren darf. Super. Bestzeit im Mittelsektor bei ihm auf den roten Reifen. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 5,6. Wir haben Bestzeit im letzten Sektor, aber selbst da ist noch was drin. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Alonso, Sainz Junior und Nico Hülkenberg.
Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Noch fehlen wir da vorne. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Ja, schon, aber ja. Wir führen Belastungstest einiger Komponenten durch. Es sieht alles sehr vielversprechend aus. Ich kann einfach nicht genug vom Schnurren des Motors bekommen. Es ist wichtig, dass wir so viel Zeit wie möglich auf der Strecke haben, um wichtige Daten zu sammeln. Wir haben viel in unser Aero-Paket investiert. Das habe ich ausprobiert. Ihr F- und E-Team hat in dieser Saison ohne Unterlass gearbeitet. Wollen Sie aufholen oder an der Spitze bleiben? Ich möchte zurückfallen. Ist doch klar. Wir müssen weiter... wir müssen weiter arbeiten, um unseren Vorsprung zu halten. Die Fahrwerke der Konkurrenz werden besser. Das haben wir so noch gar nicht gehabt, diese Fragen, diese Antwortmöglichkeiten. Wir sorgen dafür, dass das Triebwerk konkurrenzfähig bleibt. Ausruhen ist nicht. Es ist ein steter Wettkampf, aber niemand kommt an die Zuverlässigkeit unseres Wagens heran. Das... Renault, wir wissen ja, in der letzten Renault-Saison haben wir die Strapazierfähigkeit ganz schön hochgeschraubt. Die sind da locker an uns dran, wenn nicht sogar eher vorbei. Aber wir sind da nicht weit weg. In der Formel 1 hört die Entwicklung nie auf, außer sie hört auf. Besonders in der Aerodynamik. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie... Kein Kommentar. Danke für den Kommentar. Auch wenn es keiner war, aber er hat das davor. Alle meine Ressourcenpunkte, meine. Fast 400 in dieser Session, damit haben wir 673. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Gerne doch, sehr gerne doch. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das sieht so cool aus, wenn man hier diese Kurve hochguckt, wenn man noch ganz unten ist, in der Senke, sag ich mal. Naja, aber Spielberg ist eine endgeile Strecke, das ist nicht neu. Und der Blick auf die Tribüne hier, blups, Rolex-Werbung. Ist auch unglaublich cool. Die hocken da auf einem Hang. Muss bestimmt cool sein, von da oben runter zu schauen. Kannst sogar auf diese Ecke hier noch gucken von der Tribüne aus. Ach, herrlich. Einzig schade, dass das ganze Kiesbett hier verschwunden ist. So, Strom sparen. Gleich mal umschalten. Im Mittelteil kann ich Strom sparen. Hier muss ich auf keinen Fall auf irgendwie niedrig fahren. Schwupps, massiv Energie zugewonnen. Gewonnen, Punkt. Muss gar nicht umschalten, merke ich gerade. Also runter. Eher gehe ich gleich im letzten Sektor auf hoch. 13. auf die Zielzeit Vorsprung. Strom
Strom ausgeben, Strom ausgeben. Hey, 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 hey. Wieder zwei denn. Der Balken der Weise geht ja gar nicht mehr weg von da rechts. Ein 5-5er. Ja, wir sind der Einzige, der bisher eine Zeit gesetzt hat, deswegen sind wir jetzt hier auch mit einer Verbesserung im Lila-Bereich unterwegs. Aber in der Kurve gleich mal eine Viertelsekunde verloren. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Kommt's weit nach außen? Muss ich etwas mehr lupfen als geplant? Ja, wir haben schon eine Zeit und fahren gleich wieder rein. Boxeneinfahrt in Spielberg ist auch verdammt cool. Neue persönliche Bestzeit an diesem Rennwochenende. Fast 600stel schneller gewesen als mit den Lilas. Ist überhaupt schon jemand anderes draußen gewesen? Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Alles fertig? Ja. Da fährt auf jeden Fall jemand raus. Ist ein Williams. So, was machen wir fürs Rennen? Das wird ja eh nass sein. Da werden wir dann eh zu viel Sprit dabei haben, aber es wird ja auch mal trocken. Ich denke mal, ich fahre an den 3DS so noch fett, den Rest fahre ich Standard, also auch den letzten Sektor. Angeschiebt. Bert. Wer war's denn? Sieht cool aus. Ach, ein WM-Kampfler. Der Sainz. Die Lücke schließt sich da, klar erkennbar, und er zwirbelt da weiter rein. Klar, es ist eine hohe Geschwindigkeit, aber ich hätte mich auch beschwert. Dann macht er die Linie frei und fährt er trotzdem drauf. Aber in dem Moment hier, jetzt erkennt man, dass wir rüberziehen. Aber ich kann hier auch erkennen, ich bin da nicht schuldfrei. Ich habe die Linie frei gemacht und dann mache ich sie zu. Dann mache ich sie mal richtig frei. Was die Reifentemperatur gleich noch sagt. Jetzt war ich erstmal zu weit außen, das war fast die Wiese. Und am Schnitt 87 Grad. Ein Grad weniger als mit den Lilas. Dann wollen wir mal. Aus der Box kommt keiner. So viel ranstellen, da muss ich deutlich vom Gas gehen. Läuft noch nichts auf dieser Runde.
knappes Zehntelchen auf die Zielzeit Rückstand. Die letzten beiden Kurven, besonders die vorletzte, muss wieder besser werden. Als zuletzt. Diese Runde passt das. 2 Zehntel Vorlauf. Mit 5-9er. Was wir erwartet haben. Weiter so. Sechshundertstel Vorsprung. Wie der Randstein außen einen mitgeben wollte, dieser Schlingel. Bestzeitkurs bin ich leider noch nicht. Es wird hoffentlich noch nächste Runde. Siebenhundertstel langsamer als die bisherige Bestzeit. Zu wenig eingelenkt. Da war ganz leicht Wiese mit dem Spiel. Diesmal hat er mir einen mitgegeben. Nicht gut, das kostet gerade verdammt viel Zeit. Das ist gerade die entscheidende Runde für Lila. Passt aber, fast 14 Minuten Vorlauf. So, mal gucken, ob das jetzt vielleicht eine neue persönliche Bestzeit wird. Hinter uns ist Alonso. Das mal wieder, war mal wieder ein schöner Eingang, Durchgang, Ausgang. Blöd angefahren, dafür war das richtig kacke. Aber noch haben wir einen zehntlichen Vorsprung. Und fast 14 schneller. Mit 5-1er. Alonso weiter hinter uns, vor uns sitzen Lama Williams. Nochmal 2 Zehntel vorauf. War vorhin ziemlich gut, jetzt bin ich zu weit außen. Gucken, wie die nächsten beiden Kurven werden. Etwas zu weit außen, aber nicht so schlimm wie letzte Runde. Windschatten. Eine neue persönliche Bestzeit mit Windschatten. Hinter mir ist gerade niemand gefährlich. Na, Alonso neue Bestzeit, eine 4-4er. Sainz auf den roten. Fahrer vor mir. Sainz liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,4,9.
nicht erblicken, welche Reifen Alonso drauf hat. Mal gucken. Auch rote, okay. Wow. Na gut, wir haben noch alte Teile drin. Und so toll bin ich auch noch nicht gefahren. Da sind noch 2/10 bestimmt drin. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Tja, Status Konkurrent. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Oh, das hat gepasst. Mit blockierenden Rädern. Welche Reifen wir in Q2 fahren, ist an sich schnurzpiep egal. Hauptsache weiterkommen, denn beim Rennstart werden wir eh irgendwelche grünen oder blauen Reifen drauf haben. Alonso, Bestzeit wieder im Mittelsektor. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 5,1. Der ist wieder auf den roten gefahren. Unsere Bestzeit im letzten Sektor. Überlegene Bestzeit dabei. War da jetzt auch noch Luft drin? Mein Gott. Aber was ich halt verliere. Wo ich halt verliere. Sektor 1 und ganz besonders eben erstaunlich der Mittelsektor. 29,5. Schnelle Kurven sind ja meins. Wie viel Alonso da rausholt? Fährt er mit deutlich mehr Abtrieb oder wie? Sektor 2, das ist nochmal. Das ist Kurve 2, Kurve 3, dann das Geschlängel. Bis kurz vor der. Letzte Dingskurve vor der Boxeneinfahrt. Na, mal gucken, was ich jetzt mit den lila Reifen hinbekomme. Da, wo wir groß Schubkraft brauchen, da ist unser Wagen gut mit den abgenutzten Teilen. Welche Sektoren waren es nochmal? 1 und 2. Wir haben hier eine kontinuierliche Strecke. Viele mittelschnelle Kurven, die wegen der wechselnden Landschaft schwierig sein können. Du solltest dir eine passende Linie suchen und das Hineinbremsen in die Kurven gut hinbekommen. Beides wird hier hilfreich sein. Fertig, bereit. Na dann, bereit und fertig. Hinter uns ist gerade keiner. Alonso ist da in der ersten, in der zweiten Linkskurve. Das andere ist ein Ferrari. Sektor 1 im Grunde nur die erste Kurve, ansonsten halt Gas geben. Na, ich bin jetzt mal gespannt, ob das eine neue persönliche Bestzeit wird oder eine 1-4er. Muss drin sein. Besser Reifen und Modi aufdrehen. Muss drin sein. Vielleicht sogar eine 1-3er? Na, mal gucken. Wie ich mit dem weißen Balken hinkomme. Beziehungsweise mit der Gesamtladung, denn wenn wir mehr Runden fahren müssen, ist die Gesamtladung interessant und da ist ja viel schraffiert. Langsamer ist jetzt die Zielzeit.
Ich krieg den weißen Balken so nicht runter. Mist, da draußen. Fast 6 Zehntel schneller, aber noch 3 Zehntel auf die Zielzeit Rückstand. Letzte Kurve auch wieder sehr unsauber gefahren. 6 Minuten nach Rückstand. Gesamtwertung ist fast voll, so voll wie es geht. Jetzt habe ich schon 2 Zehntel Rückstand. Ja, das ist der Quatsch. Zu schnell rein. Will keiner ankommen, ja? Gut, dann fahren wir wieder. Jetzt sind die Reifen noch schmutzig für den Ausgang. Aus der letzten Kurve wird das blöd sein. Das ist aber auch nicht so entscheidend für eine verdammt gute Rundenzeit. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Dreihundertstel langsamer. Sehr spät gebremst. Ich schaffe nicht mal grün, so wie es aussieht. Doch, grün geschafft, aber hochzart. Okay, aber es war auch gleich wieder lila. Das waren keine 2 Zehntel Vorlauf. Eine 4-1er. Habt ihr noch gar nicht drauf geschaut, währenddessen wir hier Qualifying-Tempo gefahren sind. Was für eine Zeit ich jeweils gedreht habe. Hatte anderes zu beachten. Oh, hier ist eine Ausfahrt. Fahrer hinter mir. Ist halt nicht weit weg. Beste Rundenzeit beträgt 1,4,3. Und ist mit den Roten gefahren. Hat der schon vor aufgedreht? Ist vielleicht auf Mager gefahren. Status Konkurrent. Daniel derzeit auf P6. Sechster Platz für Daniel. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 4,9. Boxenstopp in dieser Runde. Bitte Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Update Session. Du führst das Feld an. P1. Und wir sind vor zu schnell. Alonso, Hülkenberg und Hamilton. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,4,1. Die jetzige Bestzeit und letzte Saison. Oh, das ist schon Aserbaidschan, so weit hinter. Frankreich. Da war unsere Bestzeit nur einer auf den Lilas. 1,7057.
Das sind 2,9 Sekunden Unterschied auf einmal. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 4,1. Und Alonso ist gefahren. Österreich letzte Saison auf den roten Reifen. Schneller als wir, 1:16.912. Also Alonso letzte Saison 1:16.9 und wir 1:17.0. Er rot, wir lila. Oh. Und wir haben 340 von 345 Ressourcenpunkten, weil der Sektor fehlt, der zweite. Wir brauchen andere Teile. Da es regnen wird, werde ich Teile 2 nehmen. Ob ich im Trockenen noch bessere Teile ausgewählt hätte, kann gut möglich sein. Wir wechseln jetzt schon, aber wir fahren ja nicht nochmal in T3. Bestzeit nur im letzten Sektor und da massiv. Wie viel Zeit im Mittelsektor verloren wird. Und da sind schnelle Kurven. Naja, im Rennen wird es eh ganz anders aussehen. Weil nass. Im ersten Sektor fehlt mir auch noch mehr als ein Zehntel. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Alonso, der Eismann, und Carlos Sainz Jr. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Vettel auf der 17 und Kimi 2 Plätze vor ihm. Ferrari. Wieder drei Sachen gemacht, aber bei weitem nicht so viele Ressourcenpunkte wie noch ein T1 mit den ersten drei Sachen. Ich guck nochmal die Reifen. Ein Unterschied von, wow, Farbe zu Farbe, fast eine Dreiviertelsekunde. Das ist schon ordentlich. Wir haben jetzt die roten. Aber gut, ist ja gerade das Nass. Ich frage mich nämlich gerade, hä? Wir überspringen keine Reifenfarbe, aber der Sprung passt gerade nicht. Der ist nicht gleich. Aber sehr nass. Okay. Gucken wir uns nochmal im Qualifying an. Aber fürs Freitraining sind wir jetzt durch. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Alonso, Hülkenberg und Carlos Sainz Jr. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Diesmal also ein umgedrehtes Bild. Im Qualifying in Frankreich war es nass und im Rennen trocken. Ja, mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Fürs Qualifying mache ich mir da keine großen Gedanken. Das bekommen wir in Q3 schon geschaukelt. Aber das entscheidende Rennen wird halt sehr interessant. Regenrennen sind einfach was Tolles. Und wenn es dann auch noch Änderungen der Bedingungen gibt, ist da noch mehr Würze drin. Da bin ich schon gespannt drauf. Aber erstmal Zeiten jagen und bis dahin macht's gut und tschüss.